Jeder kennt sie und ich kenne niemand, der sie nicht liebt. Vor allem bei Kindern sehr beliebt. Das, die kleinen roten Nüsschen, auch Erdbeeren genannt. Immer wieder schön, wenn die Saison anfängt und wenn man sich auf den Erdbeerfeldern zwischen dem Stroh genüsslich ein paar Erdbeeren in seinen Korb reinlegt oder sie auch vernascht. In der heutigen Episode geht es eigentlich vielmehr um die Vermehrung für euer eigenes Erdbeerfeld. Willkommen zu meiner Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Peace-Projekt. Und es geht heute um die Vermehrung der Erdbeere bzw. Die Gewinnung von Ableger. Dann ist es so, nach der Ernte bzw. nach der Saison werfen halt Erdbeeren Ableger von der Mutterpflanze ab. Das schaut ungefähr so aus, dass halt so kleine Fäden oder Strähne ausgeworfen werden und daran befinden sich halt kleine Jungpflanzen. Das ist eine Art, wie sich die Erdbeere vermehrt. Das ist eine vegetative Vermehrung, glaube ich. Das heißt, dass die Pflanze dieselbe ist. Sie hat die gleiche DNS wie die Mutterpflanze und hat auch dann dementsprechend die Erträge bzw. auch das ganze Erbmaterial der Mutterpflanze. Und da ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel auch ertragreichere Sorten oder einfach die Sorten verwendet, die einem gut schmecken. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel die Gewinnung durch Samen. Ist sehr aufwendig, muss man aber zum Beispiel bei Monatserdbeeren machen. Wer daran Spaß hat, kann ruhig das ausprobieren. Vielleicht hat das ja einer von euch schon mal gemacht. Können wir dann gerne mal in die Kommentare schreiben oder auf Facebook. Würde mich mal sehr interessieren, wie aufwendig es ist. Weil die Samen aus der Nuss zu gewinnen, ist ziemlich aufwendig, wenn ich das mir so vorstelle. Aber egal. Also die Vermehrung von den Ablegern, das ist halt so, dass man nach der Ernte normal schaut, wenn die Erdbeere ihre Ableger wirft, dass man halt den ersten Ableger verwendet für die Vermehrung und alle fortlaufenden Ableger, also die nach dem ersten kommen, wegschneidet, weil die halt unnötig Energie verbrauchen, die Mutterpflanze aufwenden muss. Für gewöhnlich nimmt man halt den ersten Ableger und setzt den halt, drückt den nur leicht auf die Erde. Das ist halt wichtig, dass man die nicht zu sehr mit Erde bedeckt, sonst gehen die halt ein, faulen eventuell. Man drückt die halt ganz leicht in die Erde oder in einen anderen Topf halt rein, mit Erde halt oder eine Anzuchtschale, so wie ich das gemacht habe. Das kann ich dann später zeigen. Und wartet halt dann, bis die Erdbeeren Wurzeln bilden. Und dann schneidet man die vom Trieb ab und lässt sie dann zum Beispiel, wenn man noch nicht das Beet vorbereitet hat, überwintern. Oder lässt sie halt allgemein in einem Topf wachsen, lässt sie gute Wurzeln bilden. Und dann pflanzt man sie an die entsprechende Stelle ein. Und das ist halt, ja, wie gesagt, die so ziemlich gängigste Methode, die man eigentlich machen kann, um Erdbeeren einfach und effektiv zu vermehren. Jetzt möchte ich einfach nochmal die Erdbeeren zeigen, wie sich bei mir die Ableger entwickelt haben und wie sie auch schon Wurzeln gebildet haben. Und später zeige ich dann auch euch dann, wie ich sie auch in größeren Töpfen umtopfen werde und auch von den Trieben abschneiden werde. Also hier könnt ihr die erste Erdbeerpflanze sehen. Hier könnt ihr auch die Fäden sehen, die Mutterpflanze ausgeworfen hat an die Ableger. Und die haben halt schon Wurzel gebildet, also die kann ich jetzt nicht mehr einfach so rausnehmen. Die werde ich dann die kommenden Tage in kleineren Töpfen umtopfen lassen und sie dann eventuell überwintern lassen. Da schaue ich halt einfach mal. Und das ist die Sorte Erdbeere Pearl de Pragou, glaube ich, wenn die Kamera fokussieren würde. Ja, eher nicht. Werde ich dann einfach nochmal wahrscheinlich den Namen reinschneiden. Und hier vorne habe ich dann nochmal einen weiteren Erdbeere, die hat schon ein bisschen mehr Ableger, die sich fest verwurzelt haben. Da haben sie sich auch schon
ihr hier sehen könnt, auch fest verwurzelt. Und das ist die Sorte Talisman oder Talisman. Es ist alles vorbereitet. Ich habe mir jetzt eine Schere geholt, indem ich die Ableger dann abschneiden werde. Ich habe schon mal ein bisschen Erde in den Kübel reingesteckt, damit ich dann später sofort die kleinen Ableger reinlegen kann und eventuell auch die größeren Pflanzen, größere Töpfe umsetzen kann. Und ich werde jetzt einfach folgendermaßen vorgehen, dass ich einfach jetzt, weil die Ableger alle gut verwurzelt sind, diese einfach abschneiden werde und dann einfach in die Kübeltöpfe reinlegen werde. So. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, haben sich schon ziemlich gute Wurzelchen gebildet bei dem Ableger. Ich werde den jetzt einfach hier reinsetzen. Also das ist jetzt nicht tief reingesetzt, es ist nur so oberflächlich. Werde ich dann später angießen wieder und so werde ich jetzt das mit allen Ablegern machen und dann sehen wir uns später beim Ergebnis. Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast in dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt da auch einiges lernen, wie man jetzt zum Beispiel Erdbeeren vermehren kann auf eine ganz einfache Weise und kostengünstig. Ich habe jetzt für die 7 Erdbeerpflanzen, die ich mir gekauft habe, ungefähr 10 Euro gezahlt und habe jetzt ungefähr 10 Ableger nochmal bekommen. Das ist ein guter Anfang für im Frühjahr für mein eigenes Erdbeerbeet. Vielleicht werde ich da auch schon einige Erträge haben. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du einen Daumen nach oben hinterlassen würdest und auch einen Kommentar hinterlassen würdest. Vielleicht hast du auch schon mal selbst Erfahrungen mit Erdbeervermehrungen gemacht. Welche Sorten hast du zum Beispiel von Erdbeeren? Würde mich alles sehr interessieren. Natürlich kannst du auch das Video gerne auf Social Media Kanäle wie zum Beispiel auf Facebook, Twitter und wenn du vielleicht auf Human Connection bist, auch dort teilen. Natürlich kannst du auch den Kanal kostenlos abonnieren und dann bitte auch auf die Glocke drücken, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Wie gesagt, möchte ich mich nochmal bedanken, dass du hier an diesem sonnigen Tag hier im Gewächshaus eingeschaltet hast, mich bei meinem Peace-Projekt
verfolgst, einer meiner Lebensträume, den ich mir jetzt sozusagen erfülle. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.